Ja, hallo liebe Pilzfreunde. Morchelsaison 2024 fängt früh an. Wir haben Anfang April. Ich war heute Morgen im Wald, habe Speisemorchel gefunden. Und das Besondere in diesem Jahr ist, es ist heute Samstag super warm. Ein kurzer Sommervorgeschmack und das lädt ein zum Grillen. Und es ist äußerst selten, dass man Speisemorchel auch grillt. Und ich habe mal was Kleines vorbereitet. Und zwar, diese Speisemorchel werden wir grillen. Aber natürlich nicht so, wie sie da sind. So können wir sie nicht grillen. Wir können sie nur in einer Pfanne schmoren. Und dafür haben wir natürlich den Seitenkocher. Dort kommt gleich die Pfanne drauf. Und die Morchel werden in der Pfanne natürlich geschmort, während auf dem Grill das Fleisch schon mal sich vorbereitet, um dann mit der Morchelsoße übergossen zu werden. So, wir haben inzwischen die Pfanne auf dem Seitenkocher drauf. Bisschen Fett rein und da kommen wir jetzt erstmal die Flügelchen rein. Bisschen zum Anschwitzen, Blase schmoren, bevor dann die Pilze dazu gegeben werden, die ich natürlich ein bisschen kleiner geschnitten habe, sauber gemacht habe. Dazu gibt es natürlich auch auf meinem Kanal bereits ein Video, wie man diese Pilze eigentlich verlässlich sauber macht. Könnt ihr ja mal schauen. Ansonsten mal gucken, wie das heute wird. So, während auf der einen Seite das Fleisch sich schon ein bisschen warm macht, werden wir hier in unserer Pfanne, wo die Zwiebelchen schon ein bisschen braune Farbe haben, jetzt die Morchel zugeben und das Ganze ein bisschen schmoren lassen. Immer mal wieder ein bisschen umrühren dabei und dann wird das schon. Damit das Ganze nicht so schnell verflüchtigt und wir auch ein bisschen Soße haben wollen, werden wir natürlich das Ganze mit dem Deckel schmoren, damit das Verdunstungswasser auch wieder in die Pilze zurückrutscht und das Ganze noch ein bisschen mehr aufköchelt. Mal wieder umrühren dabei, damit das auch ein bisschen vermengt wird von allen Seiten, Hitze bekommt. Das Ganze sollte man wenigstens 5 Minuten schmoren lassen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, damit die Pilze gut durchgeschmort sind. Weil roh sind sie natürlich giftig, die Morchel, auch wenn sie am Ende lecker sind. Deshalb lieber mal eine Minute länger schmoren lassen. Verbrennen können sie nicht. Das heißt, ihr müsst natürlich aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Aber normalerweise passiert das nicht. So, immer mal wieder umrühren. Das sieht schon ziemlich gut aus. Aufpassen, jetzt dass sie nicht doch zu viel Hitze kriegen. Dann packen wir natürlich etwas Salz da rein. Etwas Pfeffer. Ein bisschen Thymian. Na komm schon. Ein bisschen Thymian. Und einen kleinen Spritzer Zitrone. Das Ganze löschen wir mit reichlich Sahne ab. Lieber etwas mehr. Das gibt am Ende einen vollmundigen Geschmack. Und jetzt kann das Ganze noch mal ein bisschen vor sich hin köcheln.
bis dann unser Grillgut fertig ist. Die Hähnchenschnitzel sind dafür vorgesehen. Und so lange, bis die noch nicht gut sind, machen wir hier nochmal einen Deckel drauf. So, während auf der einen Seite die Morcheln schmoren, sind auf der anderen Seite die Hähnchenschnitzel schon fast soweit. Gleich werden wir das Ganze zusammenfügen und dann, ihr wisst es schon, wir freuen uns auf. So, es ist soweit, wir können anrichten. Erstmal kommt natürlich das Hähnchenschnitzel auf den Teller. Anschließend werden wir die geschmorten Morchel dazu geben. So. Und das Ganze werden wir mit einem zwei Brotstücken uns schmecken lassen. Viel Spaß beim Nachkochen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da oder vielleicht, wenn ihr es ganz besonders gut machen wollt, schenkt mir ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao!